Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich, also Max Snake, zockt mal wieder eine Runde World of Goo im Chapter 2 Little Miss World of Goo. Schauen wir mal, was das Kapitel so bringt. Herbst. Es bringt Schönheitsschule. Es ist Zeit zu arbeiten. Da, wie, falsch rum. Und du los. Oh, oh. Was steht denn da? Von all dem Goo und von all den Bällen, wer ist der schönste von allen? Der Schildermaler. So. Jetzt muss hier irgendwie runter. Da durch. Was passiert hier? Eine rote Röhre. Es scheint eine sehr exklusive rote Röhre zu sein. Nur bestimmte Arten von Goo werden hier hereingelassen. Der Schildermaler. Okay, ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, was ich hier überhaupt tun kann, weil letztendlich werde ich jetzt das Ding hier mal anheben und dann mal schauen, was passiert. Doing, doing, doing. Es fällt runter. Oh, ganz viele kleine Kussmund-Gus. Ihr seid mir ja ein paar Süße. So. Einmal zurück zu meinem Luftballon hier. Den muss ich jetzt nach unten bringen, ohne dass er kaputt geht. Jawohl. Und dann kann ich nämlich versuchen, damit... Genau. Die ganzen Kussmund-Gus da einzusaugen. Das... war lustig. Das war aber auch ein irgendwie geartetes, sehr einfaches Level. Naja. Es muss ja auch mal die entspannten Dinge geben. 1:23. Guckt euch am besten gleich das nächste oder das vorhergehende oder einfach noch ein ganz anderes Let's Play von mir an. Weil ich sagen würde, das war's dann schon mal wieder. Zwischensequenz. Yikes. Das klingt aber eklig. So. Oh. Ich kann euch wieder eine ganze Woche lang auf die Folter spannen, ob es jetzt die Volcanic Percolator Base Bar ist oder ob es Leap Hole ist. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr unterfordert und freue mich drauf, dass ihr das nächste Mal wieder zuguckt. Haut mir mal in die Kommentare, wie ihr das World of Goo Spiel eigentlich findet oder ob ihr meint, World of Goo ist jetzt nicht wirklich ein Spiel für Let's Plays. In diesem Sinne, spielt viel, spielt schön und tschüss!